Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Hier kommt die Maus und ich meine die Mickey Maus. Das Mickey Maus Magazin feiert heute am 20. August mit der Ausgabe 18 2021 den 70. Geburtstag. Gratulation! Mit bisher über 3.300 erschienenen Ausgaben und mehr als 1,3 Milliarden verkauften Heften ist die deutschsprachige Ausgabe des Mickey Mouse Magazins bis heute, laut Verlagsangaben, das erfolgreichste Kindermagazin Europas. Yeah! Gratulation! Ebenso wie das Magazin feiert auch die Berliner Egmont Ehapa Media GmbH ihr 70. Bestehen. Die Erstausgabe des Mickey Mouse Magazins im Jahr 1951 ist natürlich gleichbedeutend mit der Gründung des damaligen Ehapa Verlags, welcher damals wie heute die Heimat aller Geschichten aus Entenhausen ist. Also, da wird groß gefeiert und ich feiere gleich mal mit und natürlich gratuliere ich dem Senior mit 70 Jahren natürlich gerne. Ich will euch aber nicht mit aktuellen Materialien langweilen und nerven und Zahlen und sowas. Nein, ich habe was Besonderes. Ich habe was Besonderes entdeckt. Zum Geburtstagsfest gehe ich mal 20 Jahre zurück, als das Mickey Mouse Magazin seinen 50. Geburtstag groß feierte. Im Archiv habe ich die damalige Jubiläumsinformationsmappe herausgesucht. So sah die aus. Ich habe sie damals bei mir abgelegt, und habe sie jetzt wieder aus meinem persönlichen Archiv hervorgeholt und mir durchgeschaut und will euch mal zeigen, was da so alles drin war. Das Highlight vor 20 Jahren, also zum 50. Geburtstag, war das erste Mickey Mouse Magazin von 1951 als Nachdruck. Das gab es damals als Geburtstagsgeschenk. Die Ausgabe war eingeschweißt in goldenes Glanzpapier. Sie kostete am 29. August 2001 genau 3 Mark und 40. Und es war die Ausgabe 36. Ich habe sie noch verschlossen. Sie ist noch komplett geschlossen. Denn die Geschichte von damals hier, die kennen wir ja, die gibt es immer wieder in verschiedenen Versionen zu lesen. Also habe ich das Ding mal geschlossen. Vielleicht öffnen meine Kinder diese Ausgabe irgendwann einmal nach meinem Ablegen. Ich lasse sie mal ins das Geburtstagskind wieder in den Keller wandern, ins Archiv wandern und warten wir mal noch mal ein paar Jahre. Zudem lagen in der Jubiläumsmappe 2 Druckfahnen der Cover der Ausgaben 37 und 38 vom 6. September 2001 und 13. September 2001 bei. Dann war die Welt nicht mehr dieselbe wie zuvor. Der 11. September 2001 veränderte alles, aber die waren auch noch dabei. Aber blicken wir mal zurück zur Freude in schönere Zeiten. Zum 50. Geburtstag gab es eine umfangreiche Spezialausgabe der Sprechblase. Mit gut recherchierten Hintergrundartikeln und die Sprechblase hier war ein deutschsprachiges Comic-Magazin, das zwischen 1978 und 2007 im Norbert Hethke Verlag erschienen. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, ob es dieses Fachmagazins noch gibt, aber das war ein wirklich super, super, super recherchiertes Teil und ich finde es wirklich toll, was sich der Verlag damals gemacht hat zum 50. Zum 70. allerdings werde ich mir diese Geschichten zum 50. Mal nochmal in Ruhe anhören und anschauen, weil waren schöne Sachen und es war gut recherchiert. Schön war damals ein Interview mit dem damaligen Mickey Mouse Marketingmann Jörg Risken über die Zukunft des Mickey Mouse Magazins. Auf die Sprechblasenfrage, was man dem Magazin zum 60., also 10 Jahre später, wünschen würde, antwortete Risken, hier ist das Interview:
Das wäre 2011. Ich bin Realist. Die Auflage ist nicht mehr wie heute. Der Markt zerfällt immer stärker und die demografische Entwicklung spricht auch gegen einen langfristigen Aufwärtstrend. Aber wir werden zweifelsohne noch bestehen und Marktführer sein. Daran glauben wir fest. Da steht's. Der Mann hat recht behalten und ist immer noch im Mickey Mouse Verlag beschäftigt. Jetzt ein ganz hohes Tier im Verlag. Also Sprechblase, gut gemacht. Aber decken wir mal in die Geschichtsbücher. Schauen wir mal zurück. Wie kam die Mickey Mouse vor 70 Jahren denn auf den Markt? Das Mickey Mouse Magazin wurde in den 50er Jahren zum Synonym für Comichefte allgemein und ab 1964 zur 11. größten Jugendzeitschrift der Welt. Was die anderen 10 waren, weiß ich allerdings nicht. Die Mickey Mouse hatte eine Startauflage von 300.000 Exemplaren und überschritt zeitweise eine Auflage von über 1 Million Hefte pro Woche. Diese glorreichen Printzeiten sind allerdings schon lange vorbei, muss uns auch klar sein. Begonnen hatte allerdings alles etwas zufällig. Als 1951 ein Vertreter der Walt Disney Productions nach Stuttgart kam, wo das Beste aus Reader's Digest produziert wurde, er suchte 4 Leute, die ein deutschsprachiges Mickey-Maus-Heft machen könnten. Und er traf neben dem späteren Verleger Adolf Kabadek, der für seine Verdienste um die Comic-Kultur später sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, er traf dort auch auf Dr. Erika Fuchs. Es gelang ihm, sie für die Ausgabe zu interessieren. Allerdings, Frau Dr. Fuchs war skeptisch. Doch als ihr Mann, Herr Fuchs, sie auf die möglichen pädagogischen Aspekte eines neuen Projekts aufmerksam gemacht hatte, sagte sie schließlich zu. Es wurde, ja, wir wissen es alle, eine glückliche Verbindung. Der angesprochene Gatte, Herr Fuchs, wurde später in den Geschichten von Daniel Düsentrieb verewigt, mit dem Spruch, den heute jeder kennt, zumindest jeder, der entsprechendes studiert hat, dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Toller Spruch und ganze Generationen von Ingenieure haben es gesagt. Die Egmont-Harald-Petersen-Stiftung, die in Dänemark seit 1949 Disney publizierte, gründete zu diesem Zweck in Stuttgart und Storgård eine Tochtergesellschaft und gab ihr die Initialen EHP ihres 1920 verstorbenen Stifters, den Namen EHPA Verlag. Nach den erforderlichen Vorarbeiten für den Start der neuen Zeitschrift, der pünktlich zu Beginn des Schuljahres 1951 erfolgen sollte, ja, wurde ein erster Zeitschriftenhit der noch jungen Bundesrepublik Deutschland geboren. Das waren andere Zeiten damals. Obendrein war die Mickey Mouse auch die erste deutsche Zeitschrift, die vollständig in Farbe gedruckt wurde. Auch interessant. Anders als die US-amerikanischen Originalausgaben, die grob gerastert im Offsetdruck entstanden, bot die neue im Kupfertiefdruckverfahren gedruckte Zeitschrift dem deutschen Leser ein sattes, farbiges Lesevergnügen. Auch ich habe es als Kind genossen. Und die Mickey Mouse Woche für Woche für Woche gekauft. Allerdings, anfangs erschien das Mickey Mouse Magazin noch monatlich. Aber ab Dezember 1951 gab es schon Sonderhefte. Anfang 1956 wurde die Zeitschrift auf ein 14-tägiges Erscheinen umgestellt. Anders als im Heimatland von Mickey Mouse in den USA
wo man nur wenige durchgehende monatlich erscheinende Heftreihen kennt und viele kleinere Einzelheftpublikationen eher veröffentlichte, hat man in Deutschland gesagt, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Man wollte nicht zu viele verschiedene Publikationen auf den damals noch übersichtlicheren deutschen Markt werfen, sondern lieber die Erscheinungsfrequenz intensivieren und damit den Rhythmus der Mickey Maus stärken. Seit 1957 erscheint das Mickey Maus Magazin wöchentlich. Ja, und im Laufe der Zeit entwickeln sich daraus zahlreiche Ableger, die wir natürlich alle kennen. Also lustigen Taschenbücher seien nur genannt. Beim Durchblättern der ersten Hefte, die ich nur als Nachdruck habe, fällt mir auf, dass die Redaktion damals wohl mit einigen Problemen gerechnet hat. So konnte man zum Beispiel im ersten deutschen Mickey-Maus-Heft vom 29. August 1951 den Hinweis finden, Achtung, ihr braucht diese wunderschönen bunten Hefte nicht heimlich zu kaufen, sondern dürft sie euch regelmäßig jeden Monat wünschen. Ihr werdet nämlich bald merken, dass auch die Erwachsenen ihre stille Freude daran haben werden. Recht haben sie gehabt, auch meine Eltern haben die Mickey Maus gerne mitgelesen. Aber in den 50ern waren es andere Zeiten und in der Tat waren die 50er Jahre die Jugendschützer in Sachen Film und Zeitschriften äußerst aktiv. Es galt, die bundesdeutsche Jugend vor verderblichen Einflüssen natürlich zu schützen. Kennen wir später dann auch noch, aber ist eine andere Geschichte. Das ging sogar so weit, dass 1955 ein Versuch gestartet wurde, Comics generell gerichtlich verbieten zu lassen. Dieser Versuch scheiterte. Aber es wurden allerdings einige Comics namentlich aufgeführt, die moralisch als absolut unbedenklich eingestuft wurden. Und zwar Nick Natterton, Prinz Eisenherz, ja, und unsere Mickey Maus. Also, das war die goldene Ausgabe. So sah die Erstausgabe aus. Mickey Maus, 70 Jahre. Ich gratuliere. Warten wir es ab, bis es weitergeht. Alles Gute. Hier kommt die Maus. Okay, ist was anderes. Macht's gut. Servus. Und gebt mir ein Like.